Sie hört gut lachen. Nathalie Geisenberger ist die Favoritin auf Gold im Rodeln. Den abgelaufenen Weltcup dominierte die gebürtige Münchnerin, genauso wie jetzt die Trainingsläufe in Sotschi. Vor den Läufen am Montag und Dienstag ist Geisenberger zufrieden. Ja, es war sicher eine sehr, sehr gute Saison für mich bisher. Es hat schon ganz gut angefangen, dann recht viele Siege. Ist natürlich von den Ergebnissen her super, aber auch von dem Rest bin ich eigentlich recht zufrieden. Also von der Fahrerei, von meiner Athletik, also wie ich am Start wegkomme, der Schlitten läuft. Also man kann schon sagen, dass das Gesamtpaket momentan recht gut passt. Geisenbergers vermeintlich ärgste Rivalin bei Olympia ist Tatjana Hüfner. Die Olympiasiegerin hat jedoch mit der Strecke in Sotschi zu kämpfen, blieb in den Trainings weit hinter den Erwartungen zurück. Am Dienstag möchte Hüfner jedoch wieder ganz nach vorne fahren, genauso wie Nathalie Geisenberger. Ja, ich habe in Vancouver Bronze gewonnen, war bei der Medaillenvergabe dabei und das ist ein Erlebnis, was ich unbedingt nochmal erleben möchte. Deswegen ist mein Ziel ganz klar eine Medaille. Bestätigt Geisenberger ihre bisherige Form, so wird es wohl die goldene. Das Lachen bliebe der 26-Jährigen dann wohl noch länger im Gesicht.